Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich finde es auch super, dass so viele Leute da sind. Das ist nicht selbstverständlich, weil Politik jetzt nicht unbedingt das, ich sag mal so, populärste Thema ist. Und wenn dann aus einer bestimmten Sichtweise. Ich habe Folgendes mitgebracht, was mich befähigt, hier zu stehen. Da werde ich nachher noch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Aber es gibt einen Grund, wieso dieser Vortrag Hacking Politics heißt. Weil ich komme aus der Informatik, aus der Wirtschaftsinformatik, und da guckt man sich Systeme natürlich aus einem spezifischen Blickwinkel an. Und da ist so ein bisschen die Frage, inwiefern sich dieser Blickwinkel denn möglicherweise auch auf andere Systeme anwenden lässt. Aus diesem Blickwinkel will ich nachher ein bisschen drauf gucken. Ich gehöre keiner Partei an oder Ähnlichem. Ich mache trotzdem Politik, und das möchte ich euch gerne einladen, das genauso zu betrachten oder ähnlich zu betrachten. Aber die Details dazu, die will ich dann nachher ein bisschen genauer beleuchten. Hacking Politics. Als guter Informatiker definiere ich natürlich erstmal ein paar Variablen in dem ganzen Spiel, bevor ich mich dann um die Feinheiten kümmere. Ich will kurz nochmal erinnern, das Wort Politik kommt von dem Wort Polis, nämlich Stadt. Und ich möchte in dem Sinne, dass wir ja immer auf unsere Worte achten sollen, weil sie ja unser Handeln beeinflussen, daran erinnern, dass wir nicht die Stadt mit der Stadtverwaltung verwechseln sollten. Ich wette, das passiert nachher das ein oder andere Mal, dass jemand sagt, die Stadt müsste mal, oder wir könnten ja die Stadt fragen und so weiter. Wir sollten nicht vergessen, wir sind die Stadt. Wir leben hier und wir sind die Stadt. Und die Stadtverwaltung ist auch Teil dieser Stadt, aber sie ist nicht die Stadt. Wir alle sind die Stadt, die Stadtverwaltung hat eine spezifische Aufgabe darin, aber sie ist die Stadtverwaltung. Politik ist außerdem ein Raum, in dem Macht verhandelt wird. Was ist Macht? Macht ist die Möglichkeit zur Mitgestaltung. Macht ist aber auch die Fähigkeit, auf das Verhalten und Denken anderer einzuwirken. Danke, dass ihr mir gerade Macht gebt. Ich darf sprechen, ihr nehmt auf. Ich darf gerade auf euer Denken und Handeln einwirken. Nachher drehen wir das vielleicht mal kurz um, aber das ist das, was gerade passiert. Politik ist auch ein Marktplatz für schwer Handelbares. Als Beispiel: Tausche die Kita-Sanierung in meinem Stadtteil gegen einen Sitz im Aufsichtsrat. Das würde nirgendwo anders, es gibt keinen anderen Markt, auf dem sowas verhandelt wird. In der Politik ist das ein Standardhandel, sagen wir es mal so. Und Politik ist auch die Kunst der Verhandlung. Also miteinander sich auf irgendwelche Ziele hinzunähern, ist auch Politik. Wobei ich mir da den Slogan zugelegt habe, ich verhandle nie über das Ob, wenn ich etwas will. Ich verhandle immer nur über das Wie. Dieser Vortrag hat seine Wurzeln vor ein paar Jahren. Nach einer Veranstaltung stand ich mit einer jungen Frau da, und die sagte einen dieser Sätze, den viele so sagen, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Das war der Anfangspunkt. Mich hat das aufgewühlt, weil ich dachte, was ist denn das für eine Haltung? Und außerdem, wer sind denn die eigentlich? Die. Systemanalyse. Griechisch für auflösen, in seine Einzelbestandteile zerlegen. Hacking Politics, Paragraph 1. Analysiere das System. Beobachte es. Nimm es auseinander und setze es wieder zusammen. Versuche, seine Funktionsweise zu verstehen. Die. Die sind im politischen Raum, insbesondere in unserer Stadt, drei wichtige Instanzen. Da haben wir einerseits den Stadtrat, wir haben den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin, und wir haben die Stadtverwaltung. Und die wiederum stehen in einem gewissen Beziehungsgeflecht zueinander. Zum Beispiel ist es so, dass der Stadtrat regelmäßig den Oberbürgermeister beauftragt, etwas zu tun. Und der Oberbürgermeister wiederum beauftragt dann die Verwaltung, etwas zu tun. Er ist nämlich der Chef der Verwaltung, er ist nicht nur gewählter politischer Repräsentant, sondern er ist quasi der Geschäftsführer, könnte man so sagen. Wenn man die Verwaltung als Unternehmung betrachtet, dann ist der OB der Geschäftsführer dieses Ladens. Die Stadtverwaltung wiederum ist aber auch kein monolithischer Block. Die Stadtverwaltung ist untergliedert in verschiedene Geschäftsbereiche. In Dresden sind das zum Beispiel 7 Bürgermeisterinnen, die wir haben. Die haben jeweils alle ihre Geschäftsbereiche, die nach bestimmten Regeln funktionieren und vor allem eine gewisse innere Struktur haben. Dazu gehören zum Beispiel einzelne Ämter, die wiederum den Geschäftsbereichen zugeordnet sind. Hier als Beispiel Liegenschaftsamt, Grünflächenamt. Und wenn man wissen will, wie das System funktioniert, lohnt es sich also, sich die Struktur des Ganzen anzuschauen. Das kann man noch sehr viel weiter untergliedern. Wir haben nämlich mehr als 20 Ämter mit den zugehörigen Anliegen. Schwierigkeit am Rande ist, was macht man mit Anliegen, zu denen es kein Amt gibt?
der anderen Seite, nämlich im Stadtrat. Der Stadtrat setzt sich zusammen aus 70 Bürgerinnen und Bürgern. Und die sind alle genauso naiv wie wir alle. Weil das sind alles Amateure. Wir haben in Dresden keine Profiwissenschaftler, Profipolitiker. Wir haben bestimmt ein paar Profiwissenschaftler in der Stadt. Aber wir haben im Stadtrat keine Profipolitiker, sondern das ist alles Ehrenamtler. Die kriegen auch eine Ehrenamtsentschädigung, die heißt auch so. Das heißt, sie werden schon in gewissem Maße dafür bezahlt, aber leben kann man davon eigentlich nicht. Das heißt, muss uns auch mal klar sein, wir haben ein Ehrenamtsparlament und die 70 Akteure sind alles Ehrenamtler. So wie wir heute, wenn wir hier ehrenamtlich mal nachdenken. Die wiederum bilden Ausschüsse. Das heißt, sie haben Untergruppen, in denen Sachen verhandelt werden, die auf der Verwaltungsebene dann wiederum ihre Spiegelung in den Geschäftsbereichen haben. Es gibt also zum Beispiel einen Umweltausschuss, weil es gibt auch einen Geschäftsbereich, der sich mit Umwelt beschäftigt. Und dort im Umweltausschuss werden dann die letzten Entscheidungen getroffen zu dem, was das Umweltamt zum Beispiel tun muss. Insofern gibt es da also eine gewisse Spiegelung der Aktivitäten. Der Stadtrat wiederum, da gibt es noch Repräsentanzen unten drunter. Hier steht noch Ortsbeirat, weil die Folien vor ein paar Jahren entstanden sind. In der Zwischenzeit heißen diese Räte aber Stadtbezirksbeiräte, weil sie neue Kompetenzen bekommen haben, unter anderem Geld. Vor einigen Jahren, als ich selber noch Ortsbeirat war, hatten diese Räte weder eine Entscheidungskompetenz noch hatten sie Geld, sondern hatten rein beratende Funktionen. Wenn also zum Beispiel der Ortsbeirat in der Altstadt das beschlossen hat, dann konnte der Stadtrat immer sagen, interessiert mich nicht, ich mache das anders. Fakt ist aber, und das ist wichtig, wenn man Dinge voranbringen will, dass man sich fragt, ist das, was mich interessiert, eigentlich auf Stadtbezirksebene umsetzbar? Weil dann hätte man nämlich unter Umständen in der Zwischenzeit die Möglichkeit, Geld bei eben diesen Stadtbezirksbeiräten zu beantragen. Wir haben insgesamt 19 Ortschaften und Ortsämter. Auf der politischen Ebene, also im Stadtrat, sind die 70 Akteure dann übrigens in 7 Fraktionen gegliedert. Das ist insofern wichtig, weil wenn man über Mehrheiten nachdenkt, also wer trifft denn eigentlich Entscheidungen, wie kommen die zustande, muss man sich mal angucken, wie sehen denn eigentlich die Verhältnisse aus, nach denen da Entscheidungen getroffen werden. Und zum Schluss ist der Stadtrat ja sozusagen der oberste Souverän unserer repräsentativen Lokaldemokratie. Das heißt, dort werden die Entscheidungen getroffen, die zum Schluss durch die Stadtverwaltung umgesetzt werden. Und da könnte man mit Stadtratsanträgen Einfluss nehmen. Und dann gibt es natürlich Schnittstellen, die all diese Subsysteme haben. Ganz banal, ne? Die haben E-Mail, ja, Telefon. Die haben sogar teilweise Öffnungszeiten, da kann man Termine ausmachen und hingehen. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der Verwaltungsseite wie auch auf der Seite der Stadträte und Stadträtinnen. Und die treffen sich auch. Die einen machen Dienstberatung, die anderen machen Fraktionssitzungen. Da werden Sachen vorbestimmt. Das heißt, es gibt also Schnittstellen und Funktionsbereiche, in die man in gewisser Hinsicht eingreifen kann, wenn man will, dass da was passiert. Und wer es noch genauer wissen will, es gibt Geschäftsverteilungspläne, hier der erweiterte Geschäftsverteilungsplan, im Grunde ein Organigramm, sowas existiert. Wer also etwas genauer reinschauen will in die Funktionsweise und Struktur des Apparates, in dem Fall auf der Verwaltungsseite, kann sich das unter anderem von der Webseite dresden.de runterladen. Tools, Englisch für Werkzeuge. Hacking Politics, Paragraph 2. Provoziere das System. Sende ihm Signale, interagiere mit ihm. Beobachte seine Reaktionen, um es besser zu verstehen. Lerne aus deinen Ergebnissen. Und da habe ich mal was mitgebracht, nämlich einen kleinen Hackzeugkasten. Ihr seht, da sind verschiedene Sachen drin. Wie das in einem guten Hackzeugkasten so ist, sind die verschiedenen Sachen für verschiedene Dinge anwendbar. Haben wir zum Beispiel eine Brechstange, ein Kreuze, das mit den Kreuzen kennt ihr alle 5 Jahre machen wir ein paar Kreuze. Hat gewisse Effekte, soll gewisse Effekte haben, manchmal macht man auch andere Kreuze. Das ist Teil des politischen Hackzeugskasten, der so da ist. Die Brechstange packen wir immer dann aus, wenn wir auf die Straße gehen und sagen, oder wenn wir jemanden treffen, der zum Beispiel Stadtrat ist oder in der Verwaltung arbeitet und sagt, aber ihr müsst doch mal. Das ist so die Brechstangengeschichte. Die funktioniert manchmal besser, manchmal weniger gut. Kann man, muss man nicht. Muss man gucken. Vitamin B. B steht nicht für Bestechung. Obwohl es im politischen Raum ein nicht selten benutztes Werkzeug ist, ist es nicht legal, habe ich gehört. Wird dennoch öfter angewendet. Ich weiß nicht, ob Leute im Raum sind, die sich das leisten können, dann können wir nachher gerne nochmal reden. Aber eigentlich steht Vitamin B ja für Beziehung. Früher war das wichtig,
um eine Wohnung zu kriegen. Heute ist es wichtig, um einen Kita-Platz zu kriegen. Das mit den Wohnungen kommt auch wieder. Wer jemanden kennt, hat größere Chancen auf Wohnungen in dieser Stadt. Aber wenn es um politische Fragestellungen geht, ist es auch wichtig, Leute zu kennen. Weil Menschen, die im Stadtrat sitzen zum Beispiel, haben natürlich Zugang zu den Informationen aus dem System. Menschen, die in den einzelnen Struktureinheiten der Stadtverwaltung arbeiten, können natürlich Entscheidungen treffen. Deswegen ist die Frage, wer kennt wen, nicht unerheblich. Wenn man dann jemanden kennt, ist natürlich die Frage, ja, was macht man dann mit diesen Leuten? Deswegen ist ein Telefon ganz nützlich, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Gute Fragen und gute Ideen sind ebenfalls wichtige Werkzeuge. Weil wenn man keine Ideen hat, braucht man nie Politik machen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil dann ist man immer darauf angewiesen, dass andere Leute die Ideen liefern. Und dann kann man auch sagen, ja oder nein. Aber selbst dafür braucht man ein paar Ideen, um zu beurteilen, ob andere Leute Ideen nützlich sind. Also ein bisschen Kreativität ist schon hilfreich. Da hilft es, mit anderen Leuten zu sprechen. Und gute Fragen finde ich immer sehr hilfreich, weil Fragen haben mindestens zwei Arten von Funktionen. Mit Fragen kann man gut bestimmte dunkle Areale ausleuchten. Wo ist denn hier das Klo? Wie komme ich denn wieder rein, falls ich Raucher bin? Ja, kann man mal dieses Subsystem hier ausleuchten. Wer ist denn dafür zuständig? Das ist eine hochspannende Frage im politischen Raum, weil eben, wo niemand zuständig ist, passiert auch nichts. Das ist tatsächlich etwas, woran man sich auch in dieser Stadt die Zähne ausbeißen kann. Deswegen, und das ist das Besondere, was zum Beispiel Stadträte machen können, sie haben nämlich ein Fragerecht. Sie können kleine Fragen formulieren, die können sie formal in den Geschäftsgang geben und kriegen dann definitiv auch eine Antwort. Die fällt nicht immer qualitativ hochwertig aus. Und die kommt nicht immer zum richtigen Zeitpunkt. Aber das ist tatsächlich was zum Beispiel auf allen politischen Ebenen der Fall ist, sowohl im Stadtrat, wie im Landtag, wie auch im Bundestag. Dieses Fragerecht, das hat jeder einzelne Abgeordnete. Nützlich ist auch ein Terminkalender, weil wenn man sich dann doch mal treffen will, lohnt es sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein. Maskerade finde ich deswegen wichtig. Also ich trage nicht jeden Tag Hemd. Aber ich weiß, dass es einen Unterschied macht, ob ich einen Termin machen würde mit Hemd oder ohne Hemd. Ich würde keinen Schlips tragen, soweit geht meine Maskerade nicht. Aber bis zum Hemd habe ich mich in der Zwischenzeit hingearbeitet. Da muss jeder und jede, die etwas bewegen will, für sich abwägen, ab wo beginne ich mich zu verbiegen. Aber es kann durchaus nützlich sein, im politischen Raum solche Sachen zu benutzen. Ja, vorformulieren und die Presse. Die Presse als Resonanzraum ist sehr hilfreich, wenn man sie denn dazu bewegt bekommt. Auch das ist ja kein Spiel, was leicht funktioniert. Leserbriefe sind nicht mehr so in. Aber da verweise ich wieder auf Vitamin B. Und vorformulieren ist insofern ganz spannend, weil unsere Stadträte, die sind nämlich zu bis hierhin. Und deswegen kann es ganz nützlich sein, wenn denen jemand die Arbeit abnimmt. Und angenommen, es sind Ideen im Raum, was man in dieser Stadt machen könnte, kann es nämlich sehr wertvoll sein, wenn man mit einem vorformulierten Stadtratsantrag auf einen Stadtrat zugeht und sagt, ich habe da mal was vorbereitet. Das ist mögliches Vorformulieren, genauso wie Fragen, die man eben an die Akteure rantragen will, die in der Stadtverwaltung sitzen. Ja, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass meistens Menschen in diesem System unterwegs sind und den kann man der Brechstange begegnen. Charme funktioniert auch ganz gut. Insofern will ich dazu einladen, sich immer vor Augen zu halten, wer auch immer in diesem System aktiv ist, dass es sich lohnt zu erinnern, dass das kein monolithischer Block von Institutionen ist, dieser sind, sondern einzelne Menschen, denen man mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Ideen ins Gespräch kommen kann, um zu schauen, um auszuloten, was können wir denn gemeinsam bewegen. Ausprobieren. Deutsch für? Mal gucken. Hacking Politics, Paragraph 3. Verbessere deinen Hackzeugkasten. Manche Hackzeuge wirken besser als andere. Variiere sie. Beobachte, wie andere hacken. Lehre den Nachwuchs, lerne vom Nachwuchs. Das war die Stadtratswahl 2009. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin damals eher wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, auf dieser Liste zu landen. Bei den Freien Bürgern, das ist keine Partei, nicht zu verwechseln mit den Freien Wählern, sondern eine Wählervereinigung, das ist ein Verein, die Leute kommen aus den 89ern, bürgerschaftlichem Engagement und wie ihr seht, habe ich mich da im Wahlkreis 1, ich wohne in der Altstadt, auf die Liste setzen lassen, dort auf Platz 3, nach zwei gestandenen Herren und wie ihr auch sehen könnt, ich habe mehr Stimmen gekriegt als der Typ vor mir.
Also es ist insofern spannend, weil der Typ vor mir war der Vereinsvorsitzende zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es so eine legendäre, für mich legendäre Veranstaltung. Da haben diese Bürger sich getroffen und da ging es plötzlich darum, um Sitze im Ortsbeirat. Ich wusste damals nicht, dass es sowas gibt. Und jetzt wäre es natürlich so gewesen, dass der Vereinsvorsitzende zuerst das Anrecht auf diesen Sitz im Ortsbeirat in der Altstadt gekriegt hätte und war der auch nie da. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ich schon mal hier bin, sage ich, ich würde das auch machen. Dann habe ich mich kurz vorgestellt und dann haben die mich gewählt und ich bin in den Ortsbeirat in der Altstadt gerutscht. Das hatte ich weder vor, noch hatte ich, wie gesagt, eine Idee davon, dass es dieses Gremium gibt. Und dann war ich Ortsbeirat in der Altstadt. Das habe ich ungefähr bei 2015, 2016 gemacht. Aber wie gesagt, wie die Jungfrau zum Kind. Und ich möchte aber anregen, wer sich fürs Politische interessiert, durchaus in Betracht zu ziehen, solch ein Amt anzustreben. Weil auf Stadtbezirksebene, so wie das ja jetzt heißt, kann man nicht so viel kaputt machen. Da kann man ein bisschen üben. Und wenn man Spaß dran hat, kann man dann ja immer noch weitergehen an der Stelle. Und auf diese Liste drauf zu kommen, war jetzt auch nicht so schwer. Die meisten Parteien und Institutionen in Dresden suchen nämlich Leute. Das glaubt man nie, aber es ist so. Weil Parteien haben einen gewissen Ruf, da will keiner mehr mitmachen, so ungefähr. Wenn ihr aber Lust habt und dahin geht und sagt, also ich würde ja hier gerne in meinem Stadtteil was machen, dann nehmen die meisten euch mit offenen Armen auf. Insofern ist das eine Frage eher der eigenen Haltung und der eigenen Scheu, aber man ist da durchaus willkommen. Ja, und dann war ich also in diesem Ortsbeirat, ohne zu wissen, was ich da machen kann, und hatte aber ein ganz spezifisches Problem, was sich da rauskristallisierte, oder wo ich dann dachte, was mache ich denn jetzt damit? Und das ist eine Skizze vom Fetscherplatz, da wohne ich. Und wer sich ein bisschen orientieren will, ne, nach oben ist also Richtung Süden großer Garten, und das ist die Richtung Waldschlösschenbrücke, die Straße. Und nach rechts geht es zur Synagoge in die Altstadt rein, und nach links geht es nach Striesen rein. Und ich hatte das Problem, ich wollte zum Bäcker gehen. So was soll vorkommen, das ist mein Weg zum Bäcker. Das ist nicht weit, das sind keine 300 Meter. Und dann hatte ich aber das Problem, dass es da eine Ampel gab. Die Ampel war ganz seltsam. Normalerweise, wenn man an eine Fußgängerampel rantritt, ist es ja so, man drückt auf den Knopf, da wartet man, dann bleiben die Autos stehen und davon rübergehen. Bei der Ampel war das aber so, bis ran, hast auf den Knopf gedrückt, dann blieben die Autos stehen, wird die Ampel rot, dann fuhren die Autos wieder los. Dann drückst du nochmal. Seltsam. Ich habe mir dann irgendwann Spaß draus gemacht, ich habe die Leute dabei beobachtet. Ich hatte dann für mich Geduldsampel getauft und habe geguckt. Ein wunderbares soziales Spiel, wie die Leute halt immer gedrückt haben, wenn das nicht beim ersten Mal funktionierte. Der Witz ist aber, es war auch nicht so richtig, das war nicht so reproduzierbar. Ne? Informatiker mögen das ja, mach mal einen Test. Machst du den gleichen Scheiß nochmal und guckst, wann tritt der Fehler auf und wann tritt er nicht auf. Es war überhaupt nicht reproduzierbar. Diese Ampel war manchmal grün, wenn ich da rankam und gedrückt habe, und manchmal blieb sie eben rot, auch wenn die Autos es nie fuhren. Das war total nett. Jetzt habe ich im Ortsberat angefangen und gesagt, irgendwas haut mit der Ampel nicht hin. Könnt ihr mir das mal erklären? Rückmeldung von der Verwaltung, da ist alles in Ordnung. Okay. Kann aber nicht sein, weil ich war am nächsten Tag wieder da, Ampel macht wieder die gleichen Geschichten. Ich gesagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Jemand muss mir das mal erklären. Ich hätte gern einen Termin mit den Leuten, die dafür zuständig sind, am Ort. Und dann kamen irgendwann mal zwei Leute von der Verkehrssteuerung, sind mit mir an diese Stelle, an die. Achso, na gut, das sind also die Autos, ne? Ja, genau. Also ihr wisst, die fahren da also immer noch, selbst wenn ich gut. An diese Stelle sind wir gegangen, also haben sozusagen mal die Perspektive gewechselt und dann haben die mir erklärt, was da los ist. Und die haben gesagt, naja, pass auf, das hat mit Folgendem zu tun. Da gibt es diese, der rote Pfeil nach unten ist die Straßenbahn und die fahren am Fetscherplatz auf der linken Fahrspur. Und deswegen muss die linke Fahrspur von den Autos immer erst geräumt werden, damit die Straßenbahn da langfahren kann. Also wenn eine Straßenbahn von oben kommt sozusagen und da reinfahren will, zum Beispiel die 12 macht das so, muss immer erst, deswegen dieser gelbe Weg dort, diese Spur geleert werden, damit die Straßenbahn da langfahren kann. Damit du die Spur dort leeren kannst, dürfen natürlich die Fußgänger nicht rübergehen. Das Problem ist, diese Spur wurde auch dann geleert, wenn sie leer war. Sonst hätte ich das ja verstanden. Wenn da Autos rumgefahren wären, hätte ich ja verstanden, dass ich nicht gehen durfte. Das heißt, wir haben also versucht, dieses System zu analysieren. Habe ich gesagt, okay, verstehe ich, dass ihr die Spur leeren müsst, aber ist doch scheiße, ihr leert die Spur, obwohl gar nicht kommt, ich komme nicht zum Bäcker, das ist doch kacke. Und dann habe ich gesagt, na, wie wäre es denn, wenn wir die Linksabbiegerspur sperren? Und ich gesagt, geht nicht. Verwaltung. Geht nicht. Ich sage, wieso geht denn das nicht?
Na, wir können ja mal die Polizei fragen, was sie dazu sagt. Anfrage bei der Polizei. Ergebnis war, na dann kommt es zu Schleichverkehr. Straßen vorher sozusagen. Wenn die Leute da nicht links abbiegen dürfen, würden sie vorher irgendwo links abbiegen. Gesagt, das will ich sehen. Können wir das nicht mal probieren? Probieren. Probieren. Ja, na, das würde viel Geld kosten. Sag, was würde das denn kosten? Na, 8.000 Euro. Sag ich, will ich. Wir geben so viel Geld für Scheiß aus. Ich will das jetzt probiert wissen. Ich will was da passiert. Also haben sie da einen Test eingerichtet. Sollte über 4 Wochen, glaube ich, gehen. Und nach einer Woche habe ich die Rückmeldung bekommen, bleibt so. Aha, warum bleibt das denn so? Naja, die haben Messungen gemacht und dabei festgestellt, wenn die Linksabbiegerspur sperren, können die nämlich die geradeaus spuren, da wird die schneller. Das heißt, über den Fetscherplatz sind 15% mehr Verkehr lieferbar, wenn man diese Linksabbiegerspur sperrt. Und das war wichtig, das war nämlich bevor die Waldstraßenbrücke eröffnet wurde und es war klar, da sollen demnächst 20.000 Autos rüberfahren und da sind 15% erheblich. Ich erzähle euch diese Geschichte so im Kleinen, um sichtbar zu machen, eine blöde Ampel, wo man sagen kann, wen interessiert denn das? Und die Schritt-für-Schritt-Geschichte, die da notwendig war, und auch die Widerstände, bei denen ich gesagt habe, Entschuldigung, leckt mich, 8.000 Euro sind in einer 500.000-Stadt kein Problem. Ich finde das zwar wirklich lustig, dort zu stehen und die Leute dabei zuzugucken, wie die da immer wieder drücken. Da hatte ich meinen Spaß gehabt, das vermisse ich, gebe ich zu. Aber ich wollte natürlich auch ausprobieren, was geht in diesem System. Und zum Schluss, sozusagen, komme ich jetzt zum Bäcker, ohne dass ich stehen bleiben muss. In dem Zusammenhang gab es auch eine Versammlung zum Beispiel hier auf dem Platz. Ihr könnt an der Altersstruktur erkennen, dass es Freitag früh gewesen ist. weil das Lustige war damals, die haben dann erkannt, erst so scheiße, wir bauen dann eine Brücke, die Waldschlüsselbrücke, aber wir haben uns über die Straße noch gar keine Gedanken gemacht. Erst danach, nach diesem Treffen, also die kleine Ampel führte dazu, dass man sich mal Gedanken gemacht hat, man könnte diese Straße sanieren, damit die Autos da doch drüber passen. Und da gab es dann solche Leute wie den Herrn Barth, das ist der Ortsamtleiter von der Altstadt und von der Neustadt, ein sehr kompetenter Mann. Auch andere Leute, die weniger kompetent waren. Unser damaliger Baubürgermeister. Der Mann ist dafür zuständig für eine DVB, dass wenn da Planung gemacht wird, ist er immer mit dabei. Und dann haben wir sozusagen da mal so ein bisschen geredet, was kann mit dieser Straße so passieren. Das heißt, als Ortsbeirat ging es dann sozusagen, dass ich solche Herrschaft an meinen Platz gekriegt habe. Um darüber zu reden. Ja, und dann habe ich später nochmal was anderes probiert. Die Vorgeschichte erspare ich euch jetzt. Sie hatte damit zu tun, dass wir natürlich irgendwas mit Elektromobilität machen konnten. Und am Pirnerschen Platz gab es plötzlich mal 2 Elektrotankstellen. Aber Teilauto, unser Carsharer in der Stadt, durfte dort seine Elektroautos nicht hinstellen. Ich sage, wieso dürft ihr eure Elektroautos da nicht hinstellen? Na, das ist öffentlicher Parkraum. Und eine private Firma darf keinen öffentlichen Parkraum einfach so zugewiesen kriegen. Da sage ich, okay, kann ich ein bisschen verstehen, aber wieso macht sich denn darum keiner Gedanken? 2013, da hatten wir in Sachsen schon sowas wie das Schaufenster Elektromobilität. Der Freistaat hat die SAENA, die Sächsische Energieagentur, eingerichtet. Ich habe gesagt, kann doch nicht sein, dass sich da keiner Gedanken macht. Also habe ich mich dann da hingesetzt und einen Antrag geschrieben, einen Stadtratsantrag. Seht ihr hier, Antrag interfraktionell, Gegenstand, Elektromobilität und Carsharing in den Dresdner Stadtraum integrieren. Und der Beschlussvorschlag lautete, die Oberbürgermeisterin wird beauftragt. Und dann habe ich gesagt, wozu die Oberbürgermeisterin, damals noch Frau Orosch, beauftragt wird. Und das Ergebnis könnt ihr dann auf der linken Seite sehen. Das hat auch seine Nachteile. Ne? Dieser Antrag ist von 2013 und im September 2018, also 5 Jahre hat es gedauert, dass dann eine Lösung tatsächlich auf die Straße kam, fing man dann an, diese Mobipunkte zu bauen. Die Stadtverwaltung hat vor, 76 davon zu bauen. Da kriegt ihr einen Eindruck davon, es ist möglich. Ich habe damals einen Antrag formuliert, der einfach nur sagte, macht euch mal Gedanken. Wir machen hier Elektromobilität und wir haben Carsharing und es gibt keine strukturierte Herangehensweise, wie wir das in den Stadtraum kriegen. Das ist einer 500.000-Stadt nicht angemessen. Und das Ergebnis seht ihr da. Also wenn ihr demnächst über einen Mobipunkt in dieser Stadt stolpert, das wird also mit 76 von solchen Punkten des Öfteren passieren, dürft ihr daran denken, irgendwann hat sich der Norbert in seinem Wohnzimmer hingesetzt, hat mal so einen Antrag darunter getippt. Und das Besondere war aber hier, diesen Antrag habe ich über die Bürgerfraktion reingegeben. Und das war wichtig, weil im damaligen Stadtrat war die Bürgerfraktion sowas wie das Zünglein an der Waage. Die gehörten nicht so ganz dem linken Spektrum zu, aber auch nicht so ganz dem konservativen Spektrum zu. Da habe ich gedacht, wenn ich das da reinreiche, dann haben die mal wieder einen Antrag, weil selber schreiben ist anstrengend. Und die können sich dann raussuchen, mit wem sie das machen. Mit wem sie es machen, war mir ja egal. Hauptsache es geht durch. Und so habe ich meinen Antrag tatsächlich buchstabengetreu durchbekommen. Der Stadtrat hatte immer die Möglichkeit, noch Sachen zu verändern, aber in dem Fall durch. Ergebnis da. Und hiermit also die Einladung, ohne dass ich selber Stadtrat war und auch jetzt nicht bin,
war es mir also möglich, einen Stadtratsantrag durchzukriegen. Diese Einladung, die wollen wir nachher im Workshop sozusagen anfangen durchzudeklinieren, es geht. Ja, zum Abschluss. Etwas Philosophie zu Hacking Politics. Ne, wenn du etwas wirklich willst, verhandle nie über das Ob, nur über das Wie. Setz voraus, dass man weiß, was man will. Du brauchst nie alle, auch im Stadtrat nicht. Wir haben 70 Stadträte, 36 reichen. Du brauchst eine Koalition der Willigen. Da bin ich großer Fan von Donald Rumsfeld. Ob ich nicht empfehlen würde, damit Nachbarländer zu überfallen, diese Stadt zu verändern, würde reichen. Und aus dem Jiu-Jitsu, kämpfe nicht gegen die anderen, nutze ihre Energie für deine Ziele. Hacking Politics, Paragraph 4. Sei bereit für Systemveränderung. So viel zur Einführung.